Wie funktioniert diese Technologie, was wir hier anbieten und die Lösung? Es ermöglicht mithilfe einer reinen auf dem Smartphone basierten Applikation und einer Software können wir 8 verschiedene Verkehrsmittel unterscheiden, vom zu Fuß gehen bis hin zur U-Bahn fahren, Straßenbahn fahren, Zug fahren. All das wird dadurch ermöglicht, dass wir Daten aus den Sensoren von einem Smartphone abgreifen. Frequency, was heißt dieses Diagramm da? Das Diagramm zeigt ein typisches Muster für eines dieser Verkehrsmittel. Das ist zum Beispiel ein Bus. Was wir hier sehen ist, wie verhalten sich die Frequenzen, die gemessen über das Smartphone, über den Beschleunigungssensor am Smartphone erfasst werden. Wie verhält sich ein Bus? Was ist so ein typisches Muster von Vibrieren eines Busses? Und was wir hier sehen ist ein Peak im Bereich von 2 Hertz. Das tritt typisch bei einem Bus auf, wenn er in der Haltestelle steht. Das ist das Brummen, das man auch wahrnehmen kann. Und dann gibt es noch einen weiteren Peak in der Größenordnung von 10 Hertz. Der tritt dann auf, während der Bus in Fahrt ist.